Hallo liebe Fabela IMAC-Zuschauer, heute beschäftigen wir uns mit den Abenteuern von Tim und Struppi, die Legende der Einhorn. Die App bzw. das Spiel ist ganz frisch im App Store eingetroffen. Gameloft hat die Lizenz zum Spielberg-Kinofilm erstanden und als Universal-App für iPhone, iPod Touch und iPad veröffentlicht. Wir wollen uns heute mal die ersten Minuten des Spiels für euch und mit euch anschauen. Ein ausführlicher Test folgt dann in den kommenden Tagen. Das Spiel beginnt mit ein paar stimmungsvollen Sequenzen, die wir aber jetzt einfach mal abkürzen werden, damit wir das Spiel direkt starten können. Beim Spielstart werden wir auch direkt gefragt, ob wir die Bewegungssensoren zur Steuerung einsetzen wollen. Prinzipiell gerne, jetzt aber nicht, da wir euch das Spiel ja zeigen wollen. Da ist es schlecht, wenn wir mit dem iPad etwas rumhantieren würden. Das Spiel beginnt mit einem hübschen Intro. Das zeigt, wie Tim auf dem Flohmarkt ein altes Segelschiffmodell einem dubiosen Mann namens Zakarin quasi direkt vor der Nase wegkauft. Dieser Mann hat unglaubliches Interesse an dem Schiff und möchte es Tim wieder abkaufen. Tim lässt sich auf diesen Handel aber nicht ein und behält das Schiff. Und so kommt es, wie es kommen muss. Tim wird auf dem Nachhauseweg überfallen. Es kann nur Zakarin dahinter stecken. Wir kürzen jetzt die Geschichte mal ein bisschen ab. Tim macht sich auf den Weg zu Zakarins Villa, um das Schiff wieder zurückzuholen. It would look terrific on my living room table. A nice purchase, sir. I hope you enjoy it. Please, young boy, take your hands off my property. I want the ship. The price is irrelevant. Maybe for me, but not for its owner. This young man just acquired this ship a couple of minutes ago. Well, perhaps this young gentleman will accept... My hall is not easy to find. We will let sleeping dogs lie. I don't think I need Snowy for this. Aha! This is the detour. I should see Marl and Spike soon. Good heavens! This place would give a ghost goosebumps. Does anyone really live here? Jetzt seid ihr in der Villa angekommen und eigentlich geht das Spiel jetzt erst richtig los. Bei die Abenteuer von Tim und Struppi, die Legende der Einhorn, handelt es sich um ein klassisches Action-Adventure. Ihr seht den Tim hier aus der dritten Perspektive. Punkte auf dem Bildschirm signalisieren euch, wo ihr mit Gegenständen interagieren könnt. Das ganze Interface ist sehr aufgeräumt. Es gibt oben links nur einen Pausenknopf und ansonsten habt ihr eigentlich nur den virtuellen Analogstick hier zu Beginn des Spiels, mit dem ihr euch bewegen könnt. Und eben die Punkte auf dem Bildschirm, die ihr antippen könnt. An dieser Stelle haben wir jetzt zum Beispiel die Bretter vor der Mauer aus dem Weg geräumt, damit wir auf das Gelände der Villa gelangen. Auf diesem Weg hier, da liegen nun ein paar Münzen rum, die wir auch aufsammeln mit einem Fingertap. Über den Button unten rechts, da können wir schneller laufen. Und jetzt haben wir vor unserer Nase eine Tür, die wir mit einer Wischgeste von rechts nach links öffnen wollen. Wie man sieht, stellen wir uns dabei nicht besonders geschickt an, obwohl es eigentlich eine einfache Sache ist. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Hier liegt auf dem Weg ein Puzzleteil. Ja, das nehmen wir auch mal mit. Gucken wir einfach mal im Spielverlauf, was wir damit machen können. Jetzt ist uns der Weg versperrt. Wir versuchen jetzt einfach mal, diese Baumstämme aus dem Weg zu holen. Oh, das war natürlich jetzt etwas ungeschickt. Jetzt haben wir natürlich direkt die Bienen am Hals. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die loswerden. Ja, ich glaube, ein Sprung ins kalte Wasser und dann könnten wir die Bienen los sein. Es hat funktioniert.
An dieser Stelle wollen wir auch mal einen kurzen Blick in das Pausenmenü werfen. Puh, ihr seht, es gibt eigentlich nicht viel einzustellen, deswegen setzen wir das Spiel auch direkt wieder fort. Jetzt kommen wir an eine neue interessante Stelle. Hier müssen wir diesen kleinen Abgrund überqueren. Und dazu drücken wir auf die Schleichtaste, um den Baumstamm sicher zu überqueren. Dieser Hund hier ist scheinbar nicht ganz so nett wie unser Struppi. Gott sei Dank stehen hier ein paar Dosen rum, mit denen wir diese Töle irgendwie ablenken können. Wir können jetzt einfach über den Schirm gehen, uns umgucken und an bestimmten Punkten auswählen, wohin wir die Dosen schmeißen wollen. Und dann hoffen wir einfach mal, dass es einen Punkt gibt, die den Hund genug ablenkt. Da haben wir sie schon. Jetzt können wir weitergehen. Und, oh, wie man sieht, wir sollten unser iPad mal wieder aufladen. Kein Problem, machen wir. Setzen wir das Spiel erstmal fort. Es kommt aber, wie es kommen muss. Dieser widerliche Wachhund hat uns dann irgendwie doch erwischt. Und jetzt schwenkt das Spiel zur Perspektive von Struppi um, der uns hoffentlich aus dieser Situation irgendwie befreien kann. Wir übernehmen jetzt die Kontrolle über Struppi, was unserer Meinung nach ein sehr interessanter Aspekt des Spiels ist. Wir konnten den Titel damals schon auf der Games Convention anspielen und das ist halt so, man wechselt im Spielverlauf immer wieder zwischen Tim und Struppi und das ergibt sehr interessante Gameplay-Möglichkeiten. Es ist einfach auch interessant, das Spiel mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, wie jetzt zum Beispiel hier durch diese kleinen Gänge, durch die wir nur als kleiner Hund kommen können. Und im Spielverlauf ergeben sich da einfach noch ganz andere Möglichkeiten. Da werden wir sicher noch ein bisschen genauer im ausführlichen Test dann drauf eingehen. Auf jeden Fall haben wir es jetzt gerade noch rechtzeitig mit Struppi zu Tim geschafft. Und jetzt können wir den Hund ein wenig ablenken. In der nun folgenden Passage kommt es vor allem auf die richtigen Reaktionen an. Man muss einfach auf den Schirm tippen, um bestimmte Aktionen auszuführen. Wenn ihr nicht rechtzeitig drückt, dann müsst ihr diese Passagen leider nochmal von vorne spielen. Uns ist das leider gerade ein paar Mal so gegangen, da wir euch das nicht zumuten wollen, hier 20 Minuten immer wieder aufgrund unserer Dusseligkeit dieselben Szenen zu zeigen, beziehungsweise zu sehen, kürzen wir das jetzt einfach mal ab und zeigen euch nur die gelungene Sequenz. This beast is dangerous. Go away.
Die Wachhundszene hat gerade mit einer sehr glücklichen und humoristischen Sequenz abgeschlossen. Wir können unseren Weg zur Villa fortsetzen, um das alte Segelschiff wiederzufinden. Vorher kommen wir allerdings an eine Stelle, an eine Brücke, wo sich ein paar Ratten verschanzt haben. Und unglücklicherweise kann Struppi keine Ratten ab. Und deswegen müssen wir die irgendwie verschrecken. Dazu müssen wir diese Kisten, wo die Ratten drin sind, zerdeppern. Und dazu lassen wir einfach andere Kisten, die unter der Brücke hängen, mit einer Wischgeste herunterfallen. Zumindest versuchen wir es. Das Ganze ist aber nett und interessant gemacht und zeugt von den Ideen, die Entwickler ins Spiel eingebracht haben. Und die Passagen, die wir jetzt bislang gesehen haben, sind schon mal sehr abwechslungsreich und wirken sehr vielversprechend für den weiteren Verlauf des Spiels. Let's find a way into this house, Snowy. Look. So, und jetzt haben wir auch endlich eine Möglichkeit gefunden, in das Haus hineinzukommen. Wir müssen über die Leiter an der Fassade entlang klettern. Das Ganze könnte so einfach sein, ist es aber nicht, weil der alte Mann natürlich aufpasst wie ein Luchs. Der alte Mann, der hier auch in diesem Haus wohnt, bei Sakarin. Und wir müssen uns jetzt irgendwie mit dem richtigen Timing an diesem Mann vorbeischleichen. Wir kürzen das Ganze jetzt auch einfach mal wieder ein bisschen ab. Und springen direkt an das Ende dieser Passage, wo wir unter der Dachkante stehen, uns noch an der Eule vorbeimogeln müssen und dann hoffentlich endlich ein offenes Fenster finden, um in das Haus einzutreten. Und tatsächlich, da ist das offene Fenster, da können wir hinein. Mit dem Betreten von Sakarins Haus beenden wir jetzt auch unseren First Look. Wie gesagt, ein ausführlicher Test folgt in den kommenden Tagen. Wer übrigens wissen möchte, wie gut der Film ist, der am Donnerstag, dem 27.10. in den Kinos startet, dem empfehlen wir die Filmkritik zu dem Streifen in unserem Fabela iMac Filmkanal. Den findet ihr hier auf YouTube unter www.youtube.com/fabela-imac oder unter www.fabela-imac.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt euer Fabian.